Die fünfte Jahreszeit in Lohne ist wieder angebrochen. Das zweitgrößte Schützenfest in Niedersachsen ist heute mit 67 Kompanien und knapp 3000 aktiven Schützen in die zweite Runde gestartet. Mit 21 Musikkapellen und dem Königspaar Markus und Nicole Feldkamp ging es mit dem großen Umzug quer durch die Stadt zum Festplatz. Ja, wir hatten gestern einen großen Festkommers mit 1500 Gästen und Schützen und Gästen. Wir hatten einen fantastischen Festredner mit unserem Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Das Zelt hat er stark zum Beben gebracht. Das war eine fantastische Veranstaltung. Jeder, der es gesehen hat, der Umzug hat über eine Stunde gedauert. Wir haben heute gesehen 67 Schützenkompanien aus Lohne, die ausmarschiert sind, die zu 7 Bataillonen gehören. Wir hatten viele Gastvereine, die mitmarschiert sind. Wir hatten wieder, Gott sei Dank, über 20 Musikkapellen. Und ich denke, dass wir so knapp 3.500 bis 4.000 Gäste und Schützen im Umzug gesehen haben. Gefeiert wird heute Abend um 20 Uhr noch mit dem großen Schützenball. Der Eintritt ist hierbei frei. Das Schützenfest in Lohne kann noch bis morgen besucht werden.